Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar rund um das Thema Exchange. Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Markus Hergt, bin Senior Systems Engineer bei Veeam Software. Freue mich, dass wir heute dieses Webinar hier gemeinsam mit der Guava und mit Anc Business Services, mit unserem Microsoft MVP Michael Kirstnesch veranstalten dürfen. Bevor wir mit dem Webinar starten, würde ich Sie ganz kurz bitten, mir entweder im Question and Answer Panel oder im Chat Panel kurz zu bestätigen, dass Sie uns gut verstehen können und dass Sie auch den Bildschirm bereits übertragen bekommen. Gut, da bekomme ich schon die ersten Rückmeldungen. Super, das scheint alles sehr gut zu funktionieren. Ein klein wenig organisatorisches vorab. Das heutige Webinar wird selbstverständlich aufgenommen. Dazu ist noch meine Kollegin Elena ebenfalls hier mit im Call. Sie wird das Recording durchführen und Ihnen auch die Präsentationen im Anschluss in einigen Tagen dann zur Verfügung stellen. Das war's auch soweit schon für die Einleitung. Jetzt würde ich unseren Kollegen Michael bitten, sich ganz kurz vorzustellen. Er wird den Exchange-Teil übernehmen, hier ganz speziell den Server 2016. Im Anschluss werde ich noch meinen Teil dazu beitragen, rund um das Thema Backup, auch hier im Fokus auf den Exchange natürlich und zum goldenen Abschluss. Das soll schon von meiner Seite aus gewesen sein. Michael, ich würde dann an dich übergeben. Ja, vielen Dank. Wie gesagt, mein Name ist Michael Kirstnesch von der Anker Business Service GmbH in der Funktion als Senior IT-Infrastrukturarchitekt und in meiner Freizeit MVP für Office 365, speziell Infrastruktur- und Hybrid-Cloud-Szenarien. Ich freue mich, dass ich Ihnen ein paar Sachen zeigen kann, würde aber gerne noch den Kollegen sich kurz vorstellen lassen, der ja auch noch einen kleinen Vortrag hat, und dann fange ich direkt danach mit dem Vortrag an. Dann tue ich das gerne auch noch jetzt eben. Mein Name ist Thomas Stegemann, ich bin Technical Sales Manager bei der Guava und bei mir geht es am Ende nochmal um Archivierung und Datenmanagement und so weiter. Gut, dann Michael, auf geht's. Ja, vielen Dank. Exchange 2016 angekündigt und ja, noch nicht released. Deswegen auch der kleine Hinweis, ich werde natürlich nur das zeigen können, was bisher announced worden ist. Allerdings gibt es, weil das Produkt ja noch nicht fertig ist, immer noch die Ausschlussklausel. Das heißt also, Funktionen, die ich hier vielleicht zeige oder erwähne, können oder es kann wahrscheinlich sein, dass sie halt nicht in der Release-Version enthalten sind oder erst später nachgeliefert werden. Es handelt sich halt derzeit noch um eine Preview-Version. Über den derzeit geplanten Zeitablauf sage ich aber auch gleich was. Wie gesagt, wir sind im Bereich Hybrid-Cloud-Services unterwegs. Wir sind sowohl Cloud-Partner und halt auch Hosting-Partner, und als PTSP unterstützen wir auch die Microsoft genau in diesen Bereichen Hybrid-Szenarien mit Office 365 und lokale Hosting-On-Premises. Wenn Sie gerne möchten, wir haben auch eine User Group im Internet bzw. in Facebook, da können Sie gerne mich und auch andere Kollegen mitverfolgen über spannende neue Themen rund um die Microsoft-Welt. Die Exchange 2016 Vision teilt sich in vier Bereiche auf. Zum einen beste Performance und Zuverlässigkeit. Das heißt, natürlich möchte jeder Hersteller sein Produkt immer besser machen und zuverlässiger für die Zukunft, aber hier ging es auch teilweise darum, dass das Produkt einfacher werden sollte. Im Bereich Performance ist halt standardmäßig der Festplatten, der Storage-Bereich immer wieder ein Thema gewesen. Und vorneweg, es wird keine SQL-Datenbank sein, also auch in dieser Version ist nichts daraus geworden. Warum auch? Denn das Datenbanksystem unten drunter ist immer noch das zuverlässigste, was Microsoft bisher gebaut konnte. Stabile bewährte Architektur bedeutet halt in dem Szenario, dass viele Dinge übernommen wurden aus den Vorgängerversionen. Es gibt kleinere Änderungen, was den Frontend-Bereich angeht, werde ich Ihnen aber auch gleich noch etwas sagen. Flexible, zukunftsfähige Grundlagen, da gehen wir dann unter anderem auf die Collaboration-Funktionalität
Kunden ein. Das heißt also auch die Konnektivität, wie wird ein User sich zukünftig verbinden bzw. auch ihre Mails lesen. Und dann, und damit ist das nämlich verknüpft halt auch, die tiefe Integration in anderen Produkten. Das heißt, Exchange wird sich noch mehr eingraben in zum Beispiel das DMS-System SharePoint, exklusive natürlich OneDrive for Business als Content-Halter. Wir sprechen das kleine derzeitige geplante Release-Tag ist immer noch mit ja, Winter, Frühjahr, also Winter 2015, Frühjahr 2016. Wir erwarten in diesem Sommer, auch wenn es seit 3 Tagen heiß ist, der Sommer ist noch nicht ganz da laut der Zeitlinie. Das heißt also, in den nächsten Wochen wird es eine öffentliche Beta geben, die ist versprochen. Bisher gibt es keine anderen Aussagen. Das heißt also, wir können uns im Sommer darauf vorbereiten, in den Ferien uns schon die erste Beta selbst anzuschauen. Das heißt also auch eine On-Premise-Beta natürlich. Das heißt, selber installieren, testen, ausprobieren. Und dann circa ein halbes Jahr später wird es dann wahrscheinlich dann die RTM-Version geben. Deswegen zu den verschiedensten Themen, bessere Zusammenarbeit als eine der Visionen. Das heißt also Integration in die verschiedensten Produkte gewährleistet durch die Integration weiterer Produkte. Da ist zum Beispiel der SharePoint-Server, natürlich hier in diesem Bereich SharePoint 2016, der wird sehr eng verzahnt werden, wenn es darum geht, dass die Dokumente abgelegt werden können, direkt aus Outlook heraus. Derzeit ist es in einigen Office 365 Tenants über Outlook Web Access schon möglich, direkt in der Mail zu sagen, speichere das Dokument in OneDrive for Business und versende einen Link. Das ist schon der Vorbot auf das, was wir auch in der On-Premises-Version sehr wahrscheinlich erhalten werden. Und ganz neu ist der Office Web App Server. Für diejenigen, die sich in den Produkten auskennen, werden sich wundern, denn bisher war dieses Produkt immer in der SharePoint-Umgebung zu finden. Ganz früher war es sogar nur mit SharePoint zu betreiben. In der Version 2013 wurde das eine eigenständige Applikationsserver und auch Rolle. Und diese Rolle wird jetzt aus SharePoint 2016 herausgezogen und wandert exklusiv in die Exchange 2016 Welt rein und übernimmt dort die Darstellung der Office-Dokumente wie Excel, Word, PowerPoint direkt aus dem E-Mail-Client heraus bzw. aus dem Office Web Access. Und auch das wird selbstverständlich in einer Hybrid-Umgebung möglich sein. Ganz wichtig hier auch schon der Hinweis, OneDrive for Business wird es sehr wahrscheinlich in der SharePoint 2016-Version, in der On-Prem-Version nicht mehr geben. Es ist aber noch nicht endgültig bestätigt, weil wir noch keine RTM-Version haben. Deswegen bitte nicht beunruhigt sein, es kann sich noch alles ändern. Kleiner Tipp, jedes Produkt hat eine User-Voice-Seite und da können Sie gerne dafür abstimmen, welche Features Sie noch haben möchten. Wir haben ja gelernt bei Windows 10, Microsoft hört auch inzwischen auf die Benutzer. Was haben wir denn noch? Smarter Inbox. Wenn wir einen Outlook starten, ja, dann kann das schon mal dauern. Und da ja manche Firmen gelernt haben, dass eine Mailbox inzwischen größer wie 2 GB sein kann, kann die auch schon mal 25 GB groß werden und noch größer. Das verlangsamt den Boot-Vorgang und das Starten von Outlook. Und wenn dann natürlich noch eine Replikation stattfindet, eine Synchronisation mit mehreren E-Mail-Konten vielleicht, dann dauert das halt eine ganze Weile, bis wir auf unser Postfach zugreifen können. Deswegen versucht Microsoft mit der neuen Version, das alles etwas kleiner und schlanker zu halten. Es wird unter anderem durch neue APIs unterstützt, dass wir Dokumente, Content, Informationen nicht direkt aus dem Mailbox-System herausbekommen können, sondern aus benachbarten Systemen. Und damit der eigentliche Outlook-Client oder Posteingang schlanker wird und die Informationen dort abgerufen werden könnten, wo sie erstellt werden bzw. generiert werden. Das wird eine spannende Sache sein. Hier sehen wir mal ein Beispiel, wie es aussehen kann, wenn wir die Dokumente editieren können zukünftig. Sie sehen auf der linken Seite die Word Online Version, das ist also dieser Office Web App Server. Das wird direkt geöffnet in der E-Mail. In der rechten Seite sehen Sie die E-Mail mit dem Word-Dokument und da gibt es die Option View und dann wird diese E-Mail automatisch nach rechts geschoben in diesem kleinen Bereich und auf der linken Seite wird das Dokument geöffnet und Sie können sofort im Kontext der E-Mail den Text lesen.
In der derzeitigen Office 2016 Preview-Version, die ja schon öffentlich verfügbar ist, und einem Office 365-Tenant läuft das auch schon. Und ehrlich gesagt, ich finde das momentan sehr angenehm, endlich mal den Text dort zu lesen, auf den der Kollege oder Kollegin in der E-Mail hinweist. Das vereinfacht das Arbeiten und auch das Bearbeiten. Und wenn man daran denkt, dass er inzwischen mit der neuen Version auch das gleichzeitige Editieren in den Dokumenten vereinfacht wird, ist das natürlich schon eine Vereinfachung und fördert die Kommunikation und Zusammenarbeit. So sieht das denn in etwa aus oder sehr wahrscheinlich aus, wenn es darum geht, eine E-Mail zu versenden mit einem Attachment. Wir werden gefragt, möchten Sie es aus Ihrem PC, von Ihrem PC versenden oder wollen Sie nicht doch lieber das in Ihr OneDrive for Business Account ablegen oder auch SharePoint, je nachdem, und dann nur noch den Link versenden. Wir haben den Vorteil beim Empfänger, insofern, dass Sie genau wissen, der Empfänger bekommt diese E-Mail und sie wird nicht verweigert, weil Sie dort drei PDFs oder PowerPoints hinzugefügt haben, die das Postfach bremsen, beziehungsweise weil der Administrator vielleicht gesagt hat, jede E-Mail größer wie x Gigabyte oder Megabyte wird verweigert. Das heißt, es werden dann nur die Links versendet. Ist eine Kann-Option, Sie müssen natürlich nicht. So, steht gerade die Power. Wir haben auch eine Verbesserung in den allgemeinen Menüs, beispielsweise, wenn wir ein Attachment hinzufügen wollen. Das sieht man in dem oberen Bild. Da gibt es einen Button, der zeigt Ihnen tatsächlich die letzten bearbeiteten Dokumente auf Ihrem Desktop an. Das heißt, egal ob Sie in Word, in Excel, PowerPoint oder sogar ein PDF-Dokument bearbeitet haben, beziehungsweise beim PDF müssen Sie sich einmal lokal gespeichert haben, dann erscheint dieses Dokument in dieser Liste und Sie können direkt drauf klicken und schon ist es verlinkt, beziehungsweise können Sie es als Attachment verwenden. Mit der neuen Option, glauben Sie mir, ich suche nicht mehr so oft meine Dokumente, wo habe ich denn das gerade gespeichert, um es weiterzuleiten, sondern es ist ein sehr schnelles Arbeiten. Auch im Over wird es Verbesserungen geben oder sehr viele Verbesserungen natürlich. Wie gesagt, viele sind im Office 365 Tenant heute schon möglich, aber viele werden auch in der On-Premise-Version mit reingenommen. Hier haben wir nochmal das Bild mit dem Attachment-Link, wo Sie das erkennen können. Also wirklich einmal draufklicken, Attach File und dann sehen Sie das. Also die letzten Dokumente. Mobile Produktivität, gerade im Zeitalter unserer ganzen neuen Smartphones und Tablets in den verschiedensten Versionen, beziehungsweise auch Betriebssystemversionen, ist natürlich eine Herausforderung. Und darauf wird Microsoft eingehen mit den verschiedensten Rover-Applikationen beziehungsweise Outlook-Applikationen, um diese kompatibel bereitzustellen. Denn E-Mail, und das muss man oder darf man nicht vergessen, ist immer noch das meisten genutzte Objekt in einer Firma und auch privat. Und es gibt sogar Studien, wo gesagt wird, dass inzwischen mehr wie 50% der E-Mails erst auf dem Smartphone gelesen werden bzw. erkannt werden und zumindest die ersten Zeilen gelesen werden, bevor sie tatsächlich dann auf dem Desktop weitergelesen werden oder auch bearbeitet werden. Das heißt also, mobile Konnektivität ist das ganz Wichtige. Im Rechenzentrumsbereich sind natürlich auch Herausforderungen gestellt worden. Dort kommt dann die vereinfachte Architektur zum Tragen. Das heißt, es wird eine Installationsroutine geben, mit der Sie schneller eine Exchange-Infrastruktur implementieren können. Sie werden auch einen kompletten Mix zusätzlich machen können. Das heißt also eine Umgebung mit Exchange 2010, mit Exchange 2013 und 2016 gleichzeitig ist möglich. Da gibt es einen Upgrade-Prozess, das heißt, Sie müssen nicht erst alles umstellen und es wird sogar möglich sein, dass Sie Ihre Exchange 2013 Mailboxen komplett beibehalten können und im Frontend-Bereich, im Architekturbereich vorne mit 2016 arbeiten können. Das heißt also, eine Mailbox-Migration aufgrund eines Versionswechsels ist dadurch nicht sofort bzw. zwingend notwendig. Und das geht halt nur auch mit neuen Möglichkeiten bzw. neuen Architekturen. Wir werden
verschiedene Sachen zusammenführen. Es wird aber auch eine Abhängigkeit geben, das heißt der CAS-Server zum Beispiel, der wird weggenommen, also der Client Access Point, die Rolle wird so nicht mehr geben. Es werden viele Rollen generell auch zusammengeführt. Dafür wird dann zukünftig auf Hardware Load Balancer gesetzt und mithilfe der Hardware Load Balancer werden dann die Zugriffe gesteuert und auch standardisiert übertragen. Ganz wichtig, Bereich Security und Compliance, Data Addressed, das heißt also, was wir vor ein paar Wochen bei Microsoft im Bereich Azure und Office 365 schon gehört haben, dass innerhalb der Rechenzentren jede Datei durch BitLocker verschlüsselt wird, die eventuell irgendwo auf einer Festplatte landen kann, beispielsweise Temporary-Dateien oder Suchverzeichnisse. Diese Funktionalität wird auch on-prem eingeführt. Das heißt also, selbst in Ihrem eigenen Rechenzentrum oder auf Ihren eigenen Exchange-Servern können Sie nochmal den Zugriffsschutz auf Objekte oder verlorene Objekte erhöhen und dadurch natürlich Compliance Security wesentlich verstärkter darbringen. Performance-Steigerungen habe ich vorhin schon angekündigt. Das wird im Bereich der Festplatten sein. Das heißt also, 8 Terabyte große Festplatten, und ich habe letztens gelesen, die sind ja schon bei 20 teilweise, aber im Enterprise-Betrieb sind noch von 8 Terabyte Geräte, sind möglich, weil es sind weniger IOPS vonnöten. Das heißt, wir haben ja mal mit vielen Tausend mal angefangen, sage ich mal, und das wird inzwischen so weit runtergedreht an den Anforderungen, dass man mit vielen großen Platten, natürlich nicht allzu langsam, aber vielen großen Platten inzwischen arbeiten kann, um dann natürlich den Storage bereitstellen zu können, der heutzutage auch notwendig ist teilweise. Erweiterte Möglichkeiten durch die Cloud-Konnektivität. Natürlich geht es auf der einen Seite darum, wenn ich on-premise einen Exchange-Server hinstelle, aus Compliance-Gründen, aus Security-Gründen und so weiter, habe ich aber immer noch ein Defizit sehr oft in meinem rechtlichen Szenario, sei es in der Verwaltung von DMZ, sei es in der Verwaltung von Right-Management oder ähnlichen Sachen, Antivirus und. Diese Konnektivität wird noch weiter ausgebaut als Hybrid-Konnektivität, so dass Sie Ihre Daten on-premises durchaus posten können ohne Probleme, aber all diese Security-Features oder Compliance-Features, die jetzt derzeit veröffentlicht werden von Microsoft, dann direkt nutzen können bzw. verbinden können. Wie zum Beispiel Data Loss Prevention. DLP gibt es ja schon wesentlich lange im Exchange. Die Funktionalität wird generell weiter ausgebaut mit bis hin in die Clients, so dass man auch wirklich in anderen Clients denn sofort sehen kann, wie beispielsweise hier in Excel. Hallo, da gibt es eine DLP-Regel. Du darfst diese 10 oder die 100.000 Kundeninformationen nicht in dem Excel-Sheet speichern, beziehungsweise sogar auf dem File-Share ablegen. Die Erweiterung geht so weit, dass sogar DLP in SharePoint möglich sein wird, auf File-Shares, also auf lokale File-Shares und auch in OneDrive for Business. Und dazu ist dann halt später ein zentrales Compliance-Center notwendig. Dieses wird es allerdings nur online geben, das Compliance-Center mit zum Beispiel diesen Reports, wie Sie hier sehen können, wo man eDiscovery oder Archivmöglichkeiten, Reports sich ziehen kann. Was hat es gekostet, beziehungsweise wie ist die Auslastung und so weiter und so fort. eDiscovery, eben schon erwähnt, wird, wie gesagt, in Exchange, SharePoint, Lync auch neu dabei und FileShare komplett importiert, was dafür bedeutet, dass auch die Suche wirklich überall möglich sein wird und zwar gleichzeitig. So dass nicht irgendwo einzelne Produkte oder Applikationen installiert werden, sondern es ist eine Suche in den verschiedensten Quellen, die gleichzeitig läuft und dann pro User, pro Mailbox und pro Ziel dann ausgewertet werden kann. Und hier haben wir nochmal ein anderes Beispiel zum Thema Discovery Center, also das Compliance Center beispielsweise, wird zentral diese Informationen verwalten, diese Regeln. Und somit können Sie hier in diesem Beispiel nach SpaceX suchen oder aber im On-Hold-Verfahren. Ich möchte ein Dokument sperren mit dem Meta-Information SpaceX. Dann wird dieses Dokument in allen Applikationen wirklich gesperrt, so wie wir es vorgegeben haben.
Und das ist, denke ich, eine sehr gute Sache, die wir auch teilweise inzwischen brauchen. Archivierung. Eins der großen Elemente. Microsoft hat das ja in der 2013er Version ja schon reingebracht. Die Exchange Mailbox, das Postfach zusätzlich hinzugefügt. Selbstverständlich gab es dort Anfangsprobleme als neue Technologie bzw. Als neue Adapter. Das wird erweitert. Es wird auch insofern verbessert, dass das E-Discovery und Compliance auch zusammenarbeitet. Das heißt, selbst innerhalb der Archivpostfächer oder Archivdatenbanken kann dann das Compliance Center genutzt werden. Aber was ganz wichtig ist, das Archiv von Exchange wird auch geöffnet. Das heißt, das können Sie in dem Bild hier auch sehen, Third-Party-Archive etc. pp. Die Funktionalität als solches wird geöffnet auch für Dritthersteller, wo wir vielleicht sogar nachher noch was hören, schon als Vorankündigung. Ich bin ja selber gespannt. Aber auf jeden Fall kein geschlossenes System ist. Deswegen in diesem Szenario noch halt, falls kein Third-Party vorhanden ist, ein Benutzer mit seinen zwei Mailboxen, primäre Mailbox und das Archiv, sowohl on-premise wie auch online natürlich. Ein Vorteil hätte dieses Szenario, insofern der Benutzer kann auf die Informationen gleichzeitig zugreifen mit ein und demselben Client und dann ist es halt eine Frage der Organisation. Und so sieht das dann später aus auf den verschiedensten Clients. Wir sehen also kaum einen Unterschied zwischen dem Desktop-Client und dem Over-Client, also dem Online-Client. Und die Funktionalität als solches wird es auch als App geben für iOS, für Android und viele andere mobile und Applikationen. Auch hier ganz wichtig der Hinweis, es ist eine Hybrid-Funktionalität möglich oder eine reine On-Premise-Funktionalität oder natürlich auch Exchange Online. Hybridfunktion, und da komme ich jetzt auch zum Abschluss, in den letzten zwei, drei Folien. Man darf auch als Feature sehen, Exchange 2016 wird mit bis zu 100 Mailboxen unterstützt werden zukünftig. Bisher war es halt knapp die Hälfte mit viel Supportaufwand. Das heißt also, der theoretische Storage, der dahin hängt an so einer Infrastruktur, wird mal so eben das Doppelte vergrößert unter Umständen. Es wird aber auch neue Datenbankfunktionen geben, die halt wirklich die Nutzung von günstigen Festplatten, aber größeren Festplatten möglich machen wird. Aber wo man halt darauf achten muss, gerade im Bereich Backup, wie eben gezeigt, die Dokumente liegen dann vielleicht gar nicht mehr im Exchange-Postfach, sondern im SharePoint oder OneDrive for Business. Und wenn dann halt ein klassisches, sage ich jetzt mal, Exchange-Backup gemacht wird, kann es sein und wird es dann auch sein, dass eigentlich der Content gar nicht mitgesichert wurde, weil der User es dann halt im DMS-System gespeichert hat. Das heißt, die Komplexität der Verwaltung wird sich halt nicht nur auf Exchange beschränken als solches und auch die Wiederherstellungsszenarien, sondern man muss halt die weiteren integrierten Applikationen in den Prozessen mit einbinden. Und im Archivbereich selbstverständlich ist es dasselbe. Es gibt heute schon Archivsysteme, die ja die Dokumente extrahieren. Das wird weiterhin so gemacht. Es wird aber neue APIs geben, um halt gerade die unterschiedlichen Speicherorte zu nutzen, beziehungsweise für Third Parties verfügbar zu machen. Und durch die neuen Exchange und SharePoint Compliance Funktionen, wie gesagt, werden auch lokale Windows-File-Shares mit eingebunden. Und somit kann es also auch sein, wenn es darum geht, ich muss Dokumente on hold setzen, die ich ja bei einer Archivierung ja teilweise auch benötige, beziehungsweise bei einem Backup, dann muss man halt auch die File-Shares betrachten. Und ansonsten zukünftig sehr versteckt viele neue Compliance-Funktionen, die aber als Hybridlösung vom ersten Tag an implementiert werden und somit also auch einer On-Premise-Installation nichts im Wege steht. Es wird natürlich von Microsoft die Online-Strategie verfolgt, das wissen wir. Microsoft ist ja auch nicht der einzige Hersteller, der in die Online-Welt geht und auch primär in der Online-Welt weiterentwickeln wird. Aber Microsoft hat in den letzten Wochen oder Monaten gezeigt, dass es
sehr viel Arbeit und Zeit investiert in Hybridlösungen. Und deswegen können wir uns darauf verlassen, dass das auch zumindest zum jetzigen Zeitpunkt so bleiben wird. Denn auch Microsoft hat erkannt, es ist nicht so, dass die Welt nur schwarz oder weiß ist, also sprich Cloud oder stirbt, sondern die Welt ist bunt und das heißt also für uns Hybrid oder halt auch nur On-Premise, wenn uns halt die Vorlagen dazu zwingen oder halt, wenn sie es persönlich halt einfach so möchten. Und deswegen bedanke ich mich fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen haben, gerne im Anzug, im Anschluss oder so, glaube ich, haben wir noch mal eine FAQ-Runde im Notfall, beziehungsweise bekommen Sie auch noch die PowerPoint zugeschickt und ich bedanke mich fürs Zuhören. Ja, vielen Dank, Michael, für die spannenden Ausblicke, was uns mit Exchange 2016 erwarten wird oder hoffentlich erwarten wird. Ich hoffe, dass viele Features, die wir heute gesehen haben, dann natürlich auch in der Release-Version enthalten sein werden. Es wäre nett, wenn du mir jetzt den Presenter übergeben würdest. Dann würde ich jetzt die nächsten 20 Minuten Ihnen etwas zum Thema Backup von Exchange-Systemen in der virtuellen Welt noch mit auf den Weg geben. Ich darf mich auch noch mal ganz kurz vorstellen. Ich hoffe, Sie sehen meinen Bildschirm. Mein Name ist Markus Herg, Systems Engineer bei der Veeam und habe jetzt, wie gesagt, noch die Möglichkeit, Ihnen etwas zum Thema Backup von Exchange nahezubringen. Hier eine ganz kurze Übersicht, wer Veeam eigentlich ist, für diejenigen unter Ihnen, die Veeam noch nicht kennen. Wir beschäftigen uns, wie gesagt, mit Backup, mit Replication in virtuellen Infrastrukturen, sind somit natürlich auch sehr, sehr starker Microsoft-Partner. In der heutigen Präsentation, ich habe auch eine kurze Live-Demo vorbereitet, muss ich mich natürlich stark auf das Kernthema des heutigen Tages, des heutigen Webinars fokussieren, auf das Thema Exchange. Ich werde also nur einen ganz kleinen Bruchteil behandeln können, rund um das Thema Veeam, Backup, Replication etc., alles, was dazugehört. Zum Anfang erst einmal eine ganz kurze Übersicht. Was haben wir an dieser Stelle im Portfolio? Wie gesagt, heute hier im Fokus die rechte, die gelbe Seite, Backup und Replication. Daneben im lauen Bereich sehen wir noch unser zweites Standbein rund um das Thema Virtualisierungsmanagement. Das heißt, immer wenn es darum geht, Ihre virtualisierte Infrastruktur zu monitoren, zu reporten, Kapazitätsplanung zu betreiben oder auch eine automatisierte Visio-Dokumentation zu erstellen, dann befinden wir uns hier in dem linken Bereich, aber das soll heute nicht Fokus des Themas sein. Virtuelle Infrastruktur heißt bei Veeam immer zwei Seiten, einmal natürlich klassischerweise historisch gewachsen die VMware vSphere Infrastrukturen, die wir hier mit unseren Tools absichern können, aber natürlich auch vor allem in den letzten Jahren sehr, sehr stark Marktanteil gewonnen hier Microsoft mit ihrem eigenen Hypervisor Hyper-V. Auch den unterstützen wir natürlich vollumfänglich, auch aus einer Konsole heraus. Das heißt, auch wenn Sie Mixed Environments haben, wenn Sie einen Hypervisor wechseln, vielleicht von VMware auf Hyper-V an dieser Stelle planen, muss ich an Ihrer Backup Lösung hier mit Veeam nichts ändern. Das Ganze gibt es auch noch in verschiedenen Kombinationen, das heißt die Kombination aus unseren Virtualisierungsmanagement-Produkten und Veeam Backup und Replication dann in der sogenannten Availability Suite oder für kleine Umgebungen in der Essentials-Variante. Aber zum Thema Lizenzierung dann gleich im Anschluss noch ein wenig mehr. The Big Picture, was können wir mit Veeam an dieser Stelle tun, wofür ist es gedacht? Wie gerade eben schon erwähnt, natürlich Absicherung Ihrer virtuellen Infrastrukturen, somit auch Absicherung Ihrer virtualisierten Exchange-Server an dieser Stelle. Hier auch noch ein kleiner Hinweis oder mehrere Hinweise, wie Veeam an dieser Stelle arbeitet. Zum einen, wir arbeiten hier natürlich auf der Hypervisor-Ebene und somit auch komplett agentenlos. Das heißt, weder auf den Hypervisor-Hosts noch auf Ihren virtuellen Maschinen wie auch Ihrem Exchange-Server müssen irgendeine Form von Agent installiert werden. Das fällt alles an dieser Stelle komplett weg, diese Komplexität. Nichtsdestotrotz arbeiten wir natürlich komplett applikationskonsistent. Das heißt, auch hier wieder auf Exchange bezogen, wir können natürlich auch das Exchange Log File Truncation etc. übernehmen und beim Backup natürlich sicherstellen, dass das, was wir hier gesichert haben, sich auch in einem konsistenten Status befindet.
Das Ganze können wir natürlich auch in Kombination mit Ihrem darunterliegenden Storage-System durchführen. Das heißt, wenn Sie ein supportedes Storage-System unter Ihrem Hypervisor haben, auf den sich die VMware oder die Hyper-V-Data-Stores hier befinden, können wir hier die Storage-Snapshot-Möglichkeiten nutzen, um das Backup hier natürlich wesentlich performanter zu gestalten und somit auch den Einfluss Ihres Backups auf Ihre produktive Infrastruktur massiv zu reduzieren. Die Backup-Daten, die wir hier generieren, legen wir in komprimierter und deduplizierter Form erstmal auf einem Backup-to-Disk-Device Ihrer Wahl ab. Ob es sich dabei jetzt um Local Storage, um einen FC, iSCSI, NASShare etc. handelt oder um eine DDoP-Appliance, das stellt hier an dieser Stelle kein Problem dar. Hier können Sie genau das wählen, was für Ihre Infrastruktur das Richtige ist. Und von dort aus kann es dann wiederum weitergehen, entweder klassischerweise auf ein Tape oder auf ein weiteres Disk-System. Also wir haben auch hier die Möglichkeit, gestagte Backup-to-Disk-Szenarien aufzubauen oder natürlich in die Cloud, wenn gewünscht. Das heißt, eine Auslagerung Ihrer Backups zu einem Partner, ohne dass Sie hier einen zweiten Standort oder auch eine Tape-Infrastruktur an dieser Stelle benötigen. Das Ganze können wir auch über Warnstrecken natürlich sehr performant gestalten. Dazu nachher noch ein bisschen mehr. Wenn wir uns hier zum Beispiel vorstellen, dass Ihre Infrastruktur mehrere Standorte hat, vielleicht auch mehrere Filialen, haben Sie auch hier zwei Varianten, entweder aus diesen Remote-Standorten die Backups lokal einzusammeln und sie auch über schmalbandige Leitungen in die Zentrale zu verbringen, um dort ein zentrales Tape-Out beispielsweise durchzuführen oder natürlich auch das Ganze rumgedreht zu machen, das Backup, was Sie in Ihrer Zentrale erstellt haben, über schmalbandige Leitungen nach außen in eine Zweigstelle zu verbringen. Aber dazu nachher noch ein bisschen mehr an dieser Stelle. Und das Tool heißt ja Backup und Replication. Das heißt, auch Replikation ist immer mit enthalten. Und Replikation heißt an dieser Stelle die Replikation auf VM-Basis, das heißt Replizieren von virtuellen Maschinen von einer Infrastruktur in eine weitere virtuelle Infrastruktur und dort die Systeme in ausgeschaltetem Zustand für den Failover-Fall vorzuhalten. Das heißt, wenn mit meiner primären Infrastruktur etwas passiert oder ich dort geplante Wartungsarbeiten habe, kann ich hier auch einen geplanten Failover mit sogenannten Failover-Plänen zum Beispiel auslösen und hier mit minimaler Downtime meine Rechenzentren komplett umzuschalten oder kann das Ganze auch für Migrationsszenarien nutzen. Jetzt kam hier gerade schon eine Frage noch herein, wann wird Veeam endlich physikalische Server sichern können? Dazu sage ich am Ende noch ein kleines bisschen mehr. Überblick. Jetzt haben wir gesehen, zumindest sehr, sehr grob, was wie macht, wie wir sichern, aber niemand macht natürlich Backup, weil Backup an sich so viel Spaß macht, sondern weil wir natürlich hier entsprechend im Fall der Fälle wiederherstellen können. Wollen oder auch natürlich müssen. Und wenn man jetzt hier diese Schlagwörter hört, wir machen das Ganze imagebasiert und agentenlos, für immer inkrementell und so weiter, alle diese Schlagwörter, die wir hier auf der linken Seite mal aufgezeigt sehen, dann kommt man schnell in die falsche Vermutung, dass wir hier auch nur die gesamte virtuelle Maschine als Ganzes, als Image recovern können würde. Und hier habe ich einmal versucht aufzuzeigen, was wir alles entsprechend wiederherstellen können aus so einem einzelnen imagebasierten Backup. Natürlich klassischerweise einzelne Dateien und Ordner innerhalb sämtlicher Windows- und Linux-Dateisysteme. Soweit nichts Spezielles, aber aus so einem agentenlos erstellten Image-Level-Backup schon ganz ordentlich. Aber dort hört es nicht auf, sondern wir können bis auf die Applikationsebene hinuntergehen. Das heißt, rund um das Thema Exchange, SharePoint oder auch SQL oder Active Directory ist es uns hierbei möglich, einzelne Objekte wiederherzustellen. Das heißt, einzelne E-Mails, einzelne Kalendereinträge, auch SharePoint-Objekte natürlich, einzelne SQL-Datenbanken und diese sogar mit einem Point in Time. Das heißt, wenn Sie möchten, bis auf eine einzelne Transaktion exakt genau herunter ein Recovery möglich und auch im Active Directory natürlich hier einzelne User, gesamte OUs oder vielleicht auch nur eine Gruppenmitgliedschaft oder eine einzelne Telefonnummer von einem User. Natürlich auch
die gesamte virtuelle Maschine an sich wiederherstellbar, beziehungsweise auch die einzelnen Dateien, aus denen diese Maschine irgendwo physikalisch existiert, das heißt Logdateien, Beschreibungsdateien, virtuelle Harddisks etc., alles, was dazugehört. Und worauf wir ebenfalls einen sehr starken Fokus legen, ist die Wiederherstellung von komplett ausgefallenen virtuellen Maschinen. Dieses Feature möchte ich noch ganz kurz ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Nehmen wir zum Beispiel an, wir sehen hier in unserem Beispiel links oben drei virtuelle Maschinen. Eine davon wäre jetzt Ihr Exchange-System und dieses Exchange-System wäre ausgefallen. Sie müssten diese Maschine möglichst schnell natürlich jetzt wiederherstellen, dass damit die User wieder mit ihrem Outlook-Client oder sonstigen Clients hier entsprechend damit arbeiten können. Auf der rechten Seite haben wir das Backup abliegen von dieser virtuellen Maschine und wie stellen wir jetzt diesen Exchange-Server wieder möglichst schnell zur Verfügung mit unserem Feature Instant VM Recovery. Dieses erlaubt es uns, jede Maschine jedweder Größe innerhalb von 2 Minuten dem Anwender wieder zur Verfügung zu stellen. Und das können wir insofern darstellen, dass hier keine Datenübertragung zwischen unserem Backup-Storage und der produktiven Seite stattfindet, sondern wir diese Maschine direkt aus dem Backup heraus live wieder anstarten. Das heißt, es findet initial keine Datenübertragung statt und somit ist das komplett irrelevant, wie groß diese ausgefallene Maschine von ihrem Datenbestand her gewesen ist. Wir lassen sie direkt aus dem Backup heraus anlaufen, das Backup-File wird dabei nicht verändert und die Maschine läuft nach 2 Minuten spätestens in ihrem ganz normalen Bootlauf hinein und wird im Anschluss zu einem Zeitpunkt Ihrer Wahl transparent und unterbrechungsfrei aus dem Backup zurück in die produktive Umgebung wieder migriert, während die User bereits wieder mit dieser ausgefallenen Maschine arbeiten. Auch eine automatisierte Wiederherstellungsprüfung können wir hier mit Veeam bieten. Die beste Sicherung bringt Ihnen auf Deutsch gesagt nichts, wenn Sie sich nicht sicher sein können, dass das, was Sie gesichert haben, im Fall der Fälle auch wirklich wiederherstellbar ist. So eine Wiederherstellungsprüfung ist natürlich ein großer manueller Aufwand, den Sie hier betreiben müssen. Sie brauchen Testumgebungen, Sie müssen den Restore durchführen in einer gekapselten Umgebung, brauchen Manpower, die diesen Recovery durchführen, die Tests übernehmen etc. Und wie gesagt, ja, auch hier können wir mit Veeam an dieser Stelle behilflich sein. Nehmen wir wieder unser Beispiel mit den drei virtuellen Maschinen, wieder dabei unser Exchange-Server. Und wenn Sie jetzt sich die Frage stellen, jetzt, wie kann ich sicherstellen, dass mein Exchange, den ich hier gesichert habe, wirklich im Fall der Fälle recoverbar ist? Ich möchte das jetzt testen. Dann würde es Ihnen nichts bringen, nur dieses Exchange-System zu testen, weil er einfach Abhängigkeiten zu weiteren Applikationen hat. Mal mindestens zu einem seiner Domain-Controller, ohne die er seine Dienste nicht online bringen kann und vielleicht noch zu einem dritten DNS-Server, den er für die Namensauflösung benötigt. Dann haben wir innerhalb Veeam die Möglichkeit, eine sogenannte Applikationsgruppe aus eben diesen drei Maschinen zum Beispiel zu generieren. Diese drei Maschinen haben wir natürlich auch gesichert. Und können diese jetzt wiederum über die gleiche Technologie, wie wir das gerade beim Instant Recovery gesehen haben, nochmal in meiner virtuellen Welt anstarten und zur Verfügung stellen. Genauso wie sie gesichert worden sind, gleichen Einstellungen, gleichen IP-Adressen etc. Um jetzt hier natürlich keine Konflikte, wie zum Beispiel IP-Adresskonflikte zu generieren, kapseln wir diese zu prüfenden Maschinen, hier mit dieser Wolke dargestellt, in einer isolierten Umgebung nochmal gegenüber der restlichen Welt komplett ab. Und das System führt automatisiert vordefinierte Prüfungen aus. Ja, beispielsweise antwortet hier mein Betriebssystem auf der Original-IP-Adresse auf seinen Ping, antwortet hier meine Hyper-V-Integration-Services beispielsweise auf den Heartbeat oder antwortet mir hier mein Exchange-Server auf den Port 25. Dann weiß ich, dass es seinen Information-Store online hat und Anfragen entgegennimmt. Das Ganze wird einmal eingerichtet und kann einmal in der Woche, einmal im Monat, einmal im Jahr hier automatisiert ausgeführt werden. Ganz je nachdem, wie Sie es entsprechend benötigen. Ja, Backup-Auslagerung, ich hatte es vorhin schon erwähnt. Auch hier haben wir die Möglichkeit, entsprechend zu unterstützen, gerade wenn es um das Thema Auslagerung geht und gerade über schmale Bandbreiten, denn nicht überall sind Warnstrecken oder Internetleitungen in unbegrenztem Maße verfügbar. Und hier, auch hier können wir mit einer Softwarekomponente unserem integrierten Warnbeschleunigung helfen, auch große Datenmengen über schmale Leitungen zu übertragen. Hier eine reine Softwarelösung, die es uns erlaubt, gegenüber einem
normalen Kopiervorgang wie rsync oder Robocopy entsprechen hier bis zu 50 mal mehr Daten über die gleiche Bandbreite zu transferieren, was die Veeam erstellt oder mit Veeam erstellten Backup-Daten entsprechend angeht. Dann würde ich Ihnen jetzt ganz gerne noch in 2 Minuten das ganze Thema einmal live kurz zeigen anhand meines Exchange-Systems. Wir sehen hier meine virtualisierte Infrastruktur. Wir haben hier einen Exchange-Server und diesen Exchange-Server löschen wir jetzt einfach mal komplett aus der Infrastruktur heraus. Das soll jetzt einfach mal einen Ausfall dieser Maschine darstellen. Wir begeben uns in unser Veeam-System, haben dort hier unter dem Punkt Backups und Disks alle Sicherungen, auf die wir hier Zugriff haben. Glücklicherweise habe ich hier meinen Exchange-Server natürlich entsprechend gesichert. Wähle mir diesen aus, einen Rechtsklick und dann sehen wir hier auch schon die vorhin beschriebenen Wiederherstellungsvarianten. Bevor wir die Maschine jetzt erstmal einmal wieder direkt zur Verfügung stellen, möchte ich Ihnen noch kurz zeigen, wie wir einzelne Applikationsobjekte hier aus so einer imagebasierten Sicherung ganz einfach wieder dem Anwender zur Verfügung stellen können. Restore Application Items und wie wir sehen, bekomme ich auch hier nur Microsoft Exchange Mailbox Items angezeigt. Dadurch, dass wir hier applikationskonsistent sichern, wissen wir natürlich, das, was hier gesichert worden ist, war ein Exchange-System. Haben dann hier die Möglichkeit, uns den Backup-Stand auszuwählen, aus dem wir das einzelne Objekt wiederherstellen möchten. Ein Klick auf Next, kann hier noch eintragen, warum ich dieses Recovery durchführe. Zweiter Klick auf Next und Finish. Daraufhin öffnet sich unser Explorer für Microsoft Exchange. Was passiert im Hintergrund? Wir öffnen jetzt das komprimiert und dedupliziert abliegende Image meines Exchange-Servers, suchen innerhalb des Images jetzt automatisiert nach den Exchange-Datenbanken, nach den EDB-Files. Er mountet diese EDB-Files und jetzt habe ich die Möglichkeit, mich hier granular innerhalb meiner Exchange-Mailbox zu bewegen. Sehe das hier auch schon anhand, wie ich das im Outlook kenne, mit den passenden Outlook-Objekten, Aufgaben, Kontakte, Kalender etc. und kann natürlich jetzt auch hier granular einzelne Objekte oder auch mehrere Objekte auf vielfältige Weise wiederherstellen, in die Original-Mailbox, kann sie versenden, kann sie in einen PST-File ablegen, etc. Alles, was dazugehört. Das Gleiche gilt im Übrigen, wie vorhin angesprochen, auch für SharePoint, auch für SQL, auch für Active Directory. Doch zurück zu unserem Beispiel. Wir möchten unseren ausgefallenen Exchange-Server komplett wieder zur Verfügung stellen. Das heißt, wir wollen ein Instant Recovery ausführen, das heißt live die Maschine aus dem Backup heraus zur Verfügung stellen. Auch hier wieder ein Klick auf Next, muss dem System natürlich mitteilen, wo er die Maschine wieder anstarten soll. In meinem Fall Original Location, das heißt genau dort, wo er sie auch gesichert hat, hätte ich die Maschine gerne zurück. Möchte ich das nicht, hätte ich natürlich auch New Location auswählen können. Habe auch hier wiederum die Möglichkeit zu sagen, warum ich diesen Restore überhaupt durchführe. Mein dritter Klick auf Next und jetzt bin ich mit unserem Wizard auch schon durch. In meinem Fall setze ich noch diese beiden Checkboxen, die besagen, wenn die Maschine wieder zur Verfügung gestellt wurde, bitte automatisch an Ihrem Originalnetzwerk konnektieren und bitte auch automatisch anschalten. Mit einem vierten Klick auf Next startet dieser Prozess. Ich könnte Ihnen hier auch schon mit Finish schließen. Der Prozess würde weiterlaufen. Ich lasse es jetzt einfach mal offenlegen, das hier einmal neben die virtuelle Infrastruktur. Ich hoffe, Sie können es erkennen, damit wir einfach sehen, was hier an dieser Stelle ganz kurz passiert. Wir sehen noch, dass die letzte Aktion war das Löschen meines Exchange-Servers und im Hintergrund passiert jetzt Folgendes. Das System stellt vom Backup-Speicher, dort wo mein Image abliegt, einen neuen Datenspeicher zur Verfügung, registriert gleich diesen Exchange-Server als neue virtuelle Maschine in meiner virtuellen Infrastruktur, wird diese Maschine dann hier gleich zur Verfügung stellen und auch entsprechend anstarten. Wie gesagt, nochmal zur Wiederholung, es findet hier kein Datentransfer statt, es wird direkt aus dem Backup-Speicher hier zur Verfügung gestellt. Da sehen wir es, er registriert die neue Maschine, er schaltet sie auch wieder an, hier sehen wir schon unser Exchange-System und wenn wir uns jetzt auf die Konsole dieser Maschine begeben, werden wir in wenigen Sekunden sehen, dass die Maschine ihren ganz normalen Windows-Boot-Durchlauf durchlebt und wenn sie damit fertig ist, ganz normal in ihrem Anmeldebildschirm stehen wird. Somit habe ich die Möglichkeit,
in wenigen Minuten, maximal 2 Minuten, hier meinen Exchange-Server jedweder Größe dem Anwender wieder zur Verfügung zu stellen nach einem Totalausfall dieser Maschine. Während wir warten, dass die Maschine hier fertig bootet, noch ein paar Worte zur Lizenzierung. Die sämtliche Veeam-Produkte werden auf Sockelbasis lizenziert, und zwar Sockelbasis der virtuellen Infrastruktur. Das heißt, nur die Sockel der Hypervisor-Hosts zählen, keine Cores, keine Anzahl VMs, kein Backup-Volumen, sondern einfach nur die physikalischen Sockel, und Sie können Ihre gesamte Infrastruktur mit Veeam betreiben. Ein Jahr Wartungssupport ebenfalls immer mit integriert. Wenn Sie Interesse haben, kommen Sie auf uns zu. Ich blende gleich nochmal im Anschluss meine E-Mail-Adresse hier entsprechend ein. Und in der Zwischenzeit ist unser Exchange-System hier gestartet. Ich hoffe, Sie können den Login-Screen entsprechend sehen. Ich weiß nur, dass es manchmal Probleme gibt, dass hier die Konsole nicht genau so 1:1 übertragen wird im WebEx. Aber er steht hier gerade im Please Wait kurz vor dem Login-Screen. Hier nochmal zum Abschluss meine E-Mail-Adresse. Falls Sie noch im Nachgang Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Ansonsten erhalten Sie, wie vorhin schon mehrfach gesagt, auch im Anschluss als Follow-up auch nochmal die Präsentation und die Aufzeichnung. So viel zu meinem Part an dieser Stelle. Ich möchte mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken und würde jetzt an den Kollegen von der Quava entsprechend übergeben. Thomas, bist du da? Ich bin da. Sehr schön, dann würde ich einmal dir die entsprechende Presenterrolle geben und währenddessen die in der Zwischenzeit aufgetretenen Fragen im Question-and-Answer-Panel dann beantworten. Super, jetzt sollte mein Bildschirm auch sichtbar sein. Jawohl, also ich sehe ihn. Perfekt, danke. Ja, nochmal ganz kurz zu mir. Mein Name ist Thomas Stegemann, ich bin Technical Sales Manager bei der Quava. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Archivierung und Data Management mit unserem Produkt Retain. Markus, es wäre nett, wenn du dich muten würdest. Sorry, hatte ich vergessen. Ja, habe ich. Danke. Ja, Archivierung haben wir schon ein bisschen was drüber gehört, was in Exchange 2016 kommen wird. Aber es gibt viele Gründe, warum eine Archivierung, ein Data Management vielmehr nötig ist und möglich ist. Das ist natürlich zur einen Seite der Datenschutz, Produktivität, Compliance-Richtlinien, alles was E-Discovery und Knowledge Management angeht, aber natürlich kommen viele Daten aus unterschiedlichen Data Repositories und in vielen Firmen gibt es natürlich ein Exchange, ein SharePoint, aber zusätzlich noch andere Daten, die auch mit archiviert werden könnten oder sogar sollten. Und da geht unsere Strategie hin, dass wir ein effektives Management ihrer digitalen Informationen machen. Und das ist nicht länger nur eine Option, sondern ein absolutes Muss. Wir mit unserem Produkt haben deshalb uns gesagt, wir müssen Unified Archiving, eine Strategie für Unified Archiving bieten und auf der einen Seite natürlich E-Mail-Archivierung für verschiedene Plattformen abbilden, auch in verschiedenen Szenarien, wo es vielleicht verschiedene Teile in Unternehmen gibt, die verschiedene E-Mail-Plattformen nutzen. Darüber hinaus aber noch weitere Sachen abbilden, wie natürlich Social Media, also alles, was über Lync läuft, was über Jammer läuft, kann mit archiviert werden bei Retain. Google Hangouts, Google Talk, LinkedIn, Facebook, Twitter, solche Sachen können mit archiviert werden, was genau da passiert. Und dann hat man nachher eine Übersicht über alle Daten. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit, alles, was so Google Search, YouTube, Bing, Yahoo, Wikipedia angeht, das mit zu archivieren. Und es gibt auch einen Part, wo es um Mobile Devices geht, also Archivierung von SMS, MMS und Telefonlogs von mobilen Devices. Auch das ist ein Teil unserer Strategie,
dass wir diese Sachen mit archivieren, mit in das Data Management von Retain einbringen und dadurch dann in der Suche nachher im eDiscovery ein komplettes Bild über die digitale Kommunikation und digitale Informationen bieten. Und natürlich auch zusätzlich zu dem Ganzen gibt es noch die Möglichkeit, spezielle Produkte anzubinden. Es gibt eine REST-API, wie auch Exchange eine hat, um dann Daten zusätzlich rein oder raus zu bekommen. Also auch da ist die Anbindung in beide Richtungen möglich. Ich möchte Ihnen kurz ein bisschen was zum Überblick sagen, was wir machen, wie Retain aufgebaut ist, zur Architektur und dann noch ein paar Screenshots zeigen. Wir sind schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit, deshalb, wenn Sie live was sehen wollen, zeige ich Ihnen das gerne, aber das können wir auch gerne in einem Webinar im Anschluss in einem One-to-One-Webinar machen. Ja, zum Überblick, was macht Retain? Retain macht natürlich einen einzelnen Mail-Restore, also eine einzelne Nachricht kann einfach wiederhergestellt werden. Es ist möglich, Litigation Hold zu setzen auf verschiedene Nachrichten, Nachrichten als confidential zu taggen, überhaupt zu taggen, automatisch zu taggen nach bestimmten Regeln. All das ist natürlich mit Retain möglich. Es ist möglich, eDiscovery zu machen über alle Daten, auf die ich Zugriff habe, über Mailboxen, auf die ich direkt Zugriff habe, auf die ich Delegation Rights habe, über Shared Folder und so weiter. Über alles ist ein eDiscovery möglich. Für Outlook gibt es natürlich ein Plugin, um direkten Zugriff auf die Daten im Outlook zu bieten oder auch über das Webinterface von Retain. Da ist die Suchmöglichkeiten sogar noch ein Tick besser in der neuen Version, denn da gibt es so Sachen wie Suggestive Search, da kann ich direkt Sachen eintippen und kriege Vorschläge, was denn enthalten ist. Die Sachen werden alle gehighlightet und sehr schnell gefunden. Und natürlich gibt es eine Möglichkeit, PST-Daten oder auch die Online-Archive von Exchange zu übernehmen, sodass wir da keine doppelten Bausteine haben. Alle Daten werden im Hintergrund dedupliziert und mit einem Single Instant Store belegt, sodass wirklich jedes Attachment, runtergebrochen bis aufs Attachment, nur einmal vorliegt und damit natürlich auch deutlich Speicherplatz eingespart werden kann, im Gegensatz zu einem Exchange-System, was auf Grundlage von dem IO-Performance, die ein Exchange-Live-System bieten muss, natürlich dieses nicht mehr beinhaltet. Ja, dann kurz zur Architektur. Es gibt auf der linken Seite jetzt hier in unserem Szenario mal drei Exchange-Server, die in unterschiedlichen Lokationen stehen. Und dann gibt es einen Teil, der zu dem System gehört, das ist der Retain Worker, das ist wirklich das Arbeitstier von Retain. Der steht nämlich relativ nah am Server in der einzelnen Lokation, lädt die Daten aus dem Exchange und übergibt sie an den Retain-Server. Das macht er ganz intelligent, denn der guckt erstmal, stellt erstmal die Anfrage, hast du dieses Attachment schon mal archiviert? Wenn ja, braucht er nichts mehr schicken, dann kann er nur noch sagen, häng das auch an der und der E-Mail an, dann verlinkt das da und dann ist gut. Wenn nicht, komprimiert er das, schickt das verschlüsselt über die Leitung und dann werden die Sachen am Retain-Server archiviert. Und da wir da natürlich verschiedene Lokationen haben mit verschiedenen Bandbreiten, vielleicht gibt es eine Außenstelle irgendwo auf der Welt, wo es nicht so eine gute Internetanbindung gibt wie bei uns, dann ist der Worker dafür sehr gut ausgerüstet und kann die Daten da auch schnell transportieren. Der Retain-Server selber nimmt die Daten dann auseinander, speichert die Metadaten in einer Datenbank, das kann eine MS-SQL-Datenbank sein, das könnten aber auch andere Datenbanken sein, je nachdem, was da vorhanden ist. Und zusätzlich speichert er das natürlich, also er braucht ein Storage unten drunter, das kann auch alles sein, von lokalem Storage über SAN-Storage, über EMC, Zentera oder eine NetApp mit einem Snaplog, wodurch wir dann natürlich auch WORM-Funktionalitäten zur Verfügung stellen können, das heißt physikalisch die Daten nicht löschbar machen. Und von der Workstation aus geht der User dann hin und greift auf die Daten im Retain zu, sodass er die Sachen wiederfinden kann, weiterleiten kann, exportieren kann als PDF oder mit einem Publisher die Daten auch so exportieren kann, dass die auf eine CD, DVD, USB-Stick gepackt werden können für einen Rechtsfall, wenn man da mal Daten aushändigen muss.
Ja, ich überspringe mal gleich den Screen mit der Live-Demo und zeige Ihnen ein paar Screenshots. Das hier ist das Admin-Interface, in dem wir verschiedene Jobs jetzt hier sehen. Hier haben wir unterschiedliche Messaging-Systeme. Wir haben ein Social-Messaging-System, was angeboten ist, und die werden komplett archiviert. Im linken Teil haben wir die kompletten Menüpunkte, wo wir dann zum Beispiel haben die Archivierung mit dem Zeitplan, wo man dann sagen kann, okay, hier muss zu einer bestimmten Zeit was archiviert werden. Im Profil legt man fest, was archiviert werden muss. Oder da legt man auch fest, dass zum Beispiel die Mails nach einer bestimmten Zeit aus dem Live-Mail-System entfernt werden. Und dann kann man Ausschlüsse festlegen und so weiter. Dann hat man die Worker, die dann sagen, okay, wer ist denn dafür zuständig, das zu archivieren? Und aus diesen drei Komponenten setzt man einen Auftrag zusammen, weist die Mailboxen zu und so weiter. Wenn man das Ganze getan hat und der User greift drauf zu, dann gibt es das Webinterface, über das er zugreifen kann. Da hat er seine Ordnerstruktur, greift auf diese Ordnerstruktur zu und kann dann seine ganz normalen Mails sehen und auf diese zugreifen. Kann die als vertraulich markieren, löschen, gegebenenfalls, wenn nicht ein Litigation Hold dahinter liegt und so weiter, könnte sie weiterleiten, exportieren, wiederherstellen. All das ist da möglich. In der Suche, da ist das, was jetzt so Amazon-like oder Google-like ist, wo man oben einfach nur ein Wort eintippt, dann kriegt man direkt Suggestions, die klappen auf und man kann dann sagen, okay, diesen Begriff suche ich, dann wird er gesucht und dann kann man weiter runterbrechen und sagen, okay, ich suche aber nur, wo der Sender retained ist oder wo vielleicht im Scope, also Nachrichtentypen, wo es nur Mails sind oder nur Tasks, also Aufgaben sind, das kann man dann sehr leicht runterbrechen und somit findet man dann sehr schnell das, was man will. Und das geht wirklich instant, das ist keine Suchabfrage, die lange dauert, da muss nichts hin und her kopiert werden, das ist wirklich on the fly und schnell zu finden. Im Outlook sieht das Ganze dann so aus, dass wir da nämlich einen neuen Ribbon haben, der Retain heißt, da können die Sachen direkt runtergeladen werden. Man hat die Suche, eine einfache Suche in einem bestimmten Zeitraum, erweiterte Suche, wo man sagt, okay, das soll den Betreff sowieso der Nachrichten also das enthalten und so weiter und so weiter. Alles sehr stark runterzubrechen. Oder man hat auch den Punkt Retain aufrufen, da geht es direkt ins Webinterface und dann hat man die sehr, sehr schnelle Suche. Und mittlerweile auch ein Punkt Schnellsuche, wo man einfach was eintippt und dann fängt er an zu suchen, ohne dass man zusätzliches Fenster aufmachen muss. Ja, das ganz kurz zum Ausblick, was da kommen wird. Und dann natürlich gerne so ein paar Referenzen, die ich nennen möchte, wo wir Retain im Einsatz haben und wo es um verschiedene Szenarien geht. Vorhin war noch eins angesprochen worden, dass wir uns auch integrieren wollen. Ja, es ist geplant, dass wir als Open Search Provider auch für SharePoint zum Beispiel zur Verfügung stehen. Dass also selbst wenn SharePoint irgendwas sucht oder wenn in SharePoint was gesucht wird, dass theoretisch auch das Archiv direkt mit durchsucht wird. Und somit natürlich dann auch die Kombination zusammenkommt und da es möglich sein wird, aus SharePoint heraus in Retain zu suchen. Andersrum ist das im Moment noch nicht so, aber auch das ist geplant, dass es da Anbindungen gibt, dass wir aus Retain direkt, wenn wir da suchen, zurück in verschiedenen Systemen suchen und dann direkt Daten dort finden werden. Zu den Referenzen. Ein Kunde, Hallberg Guss, der macht diese großen Motorblöcke, die von Open Exchange zu Exchange gewechselt sind und ganz viele PST-Dateien hatten, die archiviert werden mussten, die wir dann direkt eingelesen haben und des Weiteren werden dort direkt das Exchange-System abgegriffen und die Mailboxen somit sehr klein gehalten. Ein anderes Szenario ist ein Kunde, ein schwedisches Modelabel, Gudruns Jöden, die auch in diesem Fall ging es sehr stark um die schnelle Suche nach E-Mails. Da war das Problem, dass die Suche relativ träge war in dem alten System, was wir hatten. Und dann
mit Retain, was sehr schnell implementiert wurde. Innerhalb von 4 Stunden konnte das gelöst werden. Und jetzt mit der neuen Suche, die da kommen wird, wird das nochmal deutlich schneller sein, nach E-Mails zu suchen. Und noch ein weiterer Punkt, den wir auch als Kunden nennen dürfen, ist das Ritz in London, das bekannte Hotel, was aus Compliance-Gründen sich für eine Archivierungslösung entschieden hat und mit uns von Novell Groupwise auf Microsoft Exchange migriert ist und somit aus beiden Data Sources die Daten in einem Archiv zusammengepackt hat. Eigentlich ohne die Übernahme von großartigen Mail-Daten sind die gewechselt und es ist dann möglich, dass der User, der End-User direkt über beide Repositories sucht, weil sie ja zusammengeführt wurden und dann direkt die Daten findet. Also, reines Compliance ist mit Microsoft Exchange möglich. Wenn es um Compliance und Data Management geht, dann ist Retain definitiv der richtige, denn wir sind vorbereitet für verschiedenste Data Sources, unter anderem auch Yammer, um da die Sachen zu archivieren. Da darf ich noch kurz hinweisen auf unsere jährliche GuavaCon, die in Berlin stattfindet. Vom 22. bis 23. September diesen Jahres. Da geht es sehr stark um Managing Mail Server und Enterprise Messaging. Da wird Microsoft vor Ort sein. Da werden viele MVPs vor Ort sein, die auch Sessions machen werden, sodass sich das sehr stark lohnen wird, dort teilzunehmen. Also schauen Sie sich das an unter guavacon.eu und wenn Sie Interesse haben, sprechen Sie uns gerne an. Dann darf ich mich bedanken, um 16.03 Uhr, 3 Minuten überzogen, aber ich glaube, das kriegen wir alle gut verpackt, denn bei dem warmen Wetter draußen ist man noch fast froh, im Haus zu sitzen. Falls Sie Fragen haben, meine E-Mail-Adresse sehen Sie dort eingeblendet, auch meine Telefonnummer im Büro, dort bin ich zu erreichen. Also wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die gerne. Super, Thomas. Vielen lieben Dank. Hier gerade noch, weil es gerade so schön passt, ein schönes Feedback aus dem Question and Answer Panel. Hallo Herr Stegmann, Ihr System ist top. Installation gerade am Montag durchgeführt. Also auch da nochmal positives Feedback in Richtung Guava. Hat gerade so schön gepasst. Ja, dann auch von meiner Seite aus nochmal recht herzlichen Dank für Ihre Teilnahme am heutigen Webinar. Es würde mich bzw. uns natürlich sehr freuen, wenn wir uns in unserem weiteren Webinar noch einmal wiederhören würden. Sie erhalten